Vivien Leigh bei einer Preisverleihung für den Film Endstation Sehnsucht. Gelobt wird in der Laudatio ihre herausragende Darbietung. Nicht viele Menschen werden die Zeitschrift Look heute noch kennen, aber ihr Chefredakteur hatte bestimmt recht mit seiner Einschätzung von Vivien Leigh und ihrer Darstellung der Blanche Dubois in der Fernsehfassung von Endstation Sehnsucht von Tennessee Williams. Diese Rolle brachte Vivien auch ihren zweiten Oscar ein. Ihren ersten Oscar bekam sie für eine Rolle mit noch größerem Kultstatus, Scarlett O'Hara in Vom Winde verweht von 1939. Für die Rollenvergabe hatte der Produzent David O. Selznick eine vielbeachtete Castingprozedur angesetzt, bei der fast alle renommierten Schauspielerinnen vorsprachen. Die Legende sagt, dass Selznick alle anderen Rollen schon besetzt hatte, einschließlich Olivia de Havilland als Melanie, und mit den Dreharbeiten begonnen hatte, ohne sich für eine Darstellerin der Hauptrolle entschieden zu haben. Als er dabei war, die berühmte Szene vom brennenden Atlanta zu drehen, tauchte Vivien auf, zusammen mit Laurence Olivier, der sie ihm vorstellte mit den Worten: "Hier ist deine Scarlett O'Hara." Vivien wurde 1913 in Darjeeling in Indien geboren und besuchte die Schule in England, Frankreich, Deutschland und Italien. Dennoch ist sie die perfekte Besetzung für die ungestüme Tarzan Bell, mit Nerven aus Stahl, aber großem Charme. Ihre Darstellung wirkt heute so frisch wie damals und hat die Kinokassen gefüllt wie kein anderer Film. Viviens große Liebe war der herausragende englische Schauspieler Laurence Olivier. Sie verliebten sich 1937 bei den Dreharbeiten zu Feuer über England, obwohl beide zu der Zeit verheiratet waren. Sie zogen zusammen, konnten aber erst 1940 heiraten, als ihre jeweiligen Scheidungen endlich besiegelt waren. 1949 spielte sie die Hauptrolle in der West End-Version von Endstation Sehnsucht. Es folgte der Film von Ilia Kazan, in dem sie mit Marlon Brando die Hauptrolle spielte und einen Oscar gewann. Die Oliviers traten häufig zusammen auf, so in einigen Shakespeare-Produktionen wie Macbeth, Romeo und Julia und Antonius und Kleopatra. Viviens Ehe geriet unter Druck. Zum Teil aufgrund ihrer schlechten Gesundheit. Sie schlief wenig und rauchte viel. 1944 wurde Tuberkulose diagnostiziert, nach einer Tour durch Nordafrika mit Olivia, wo sie für die Truppen spielten. Die Krankheit brach immer wieder aus. Außerdem hatte sie psychische Probleme, die schließlich als bipolare Störung diagnostiziert wurden. Als Olivia sich schließlich scheiden ließ, um seine neue Geliebte Joan Plowright zu heiraten, vertraute er Viviens Wohlergehen ihrem Freund und Bewunderer Jack Merivale an. Nach einer 20-jährigen Freundschaft wurde Merivale ihr ergebener Gefährte in den letzten Jahren ihres Lebens, obwohl er eine Heirat ablehnte. Die Scheidung von Olivia wurde 1960 rechtskräftig. Viviens Karriere war immer noch auf der Höhe. 1963 gewann sie ihren ersten und einzigen Tony Award für ihre Darstellung der Tatjana in Tovaritsch. Im Mai 1967, während der Proben für A Delicate Balance, brach die Tuberkulose wieder aus. Doch Vivien weigerte sich, ins Krankenhaus zu gehen und bestand darauf, dass sie sich zu Hause ebenso gut erholen könne. Am Abend des 7. Juli starb sie mit gerade mal 53 Jahren. An der Mauer von St. Paul's in Covent Garden hängt eine Gedenktafel. Darauf steht: "Nun prahlst du tot, in deinem Besitz liegt ein Mädchen ohne Gleichen."